whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir den Balblair, Jahrgang 2003, abgefüllt 2013. Und diese Flasche ersetzt den Jahrgang 2002, abgefüllt 2012. 46 Volumenprozente, nicht kühlgefiltert, meines Wissens. Ja, ich glaube, alle 46 Volumenprozente bei Balblair sind nicht kühlgefiltert. Zu Balblair gibt es relativ wenig zu sagen. Schauen Sie sich diese ganzen Videos an. Da habe ich mich von kreuz und quer probiert. Es ist eine Brennerei in den nördlichen Highlands und damit sagt man ihnen diese Zitrusfruchtaromen nach, die für die nördlichen Highlands so typisch sein sollen. In der Vergangenheit habe ich in den verschiedenen Balblair Whiskys durchaus diese Zitrusfruchtnoten bis sogar hin zur Ananas gefunden. Und nun wollen wir mal schauen. Der 2002, den ich vorher probiert hatte, das war, ich habe ihn gerade nochmal angeschaut, ein Karamellbonbon. Also Karamell und Vanille ganz stark und dahinter lag dann eine Frucht, war also nicht ganz so dolle fruchtig wie der andere. Verpackung bei Balblair ist immer grandios. Aufmachen kann. Dann die Flasche raus, dann Heftchen dabei, Geschmacksnotizen, in die Mitte stellen, Geschmacksnotizen und hier die Story von den Vintage-Flaschen, dass man also hier Jahrgänge nimmt. Und das alles ist hier nochmal in diesem Flyer einfach gefaltet. Gut. Das ist das. Was sagen Sie denn hier zum Geschmack, was da drauf steht? Also erstmal mal Vintage, Each Vintage und so weiter. Ein Moment der Perfektion. So. Goldenes Bernstein. Jo. In der Nase. Florale und parfümartige Aromen mit Zitrusfrüchten, Aprikosen und Honig. Also jetzt wohl etwas Süße. Amerikanische Eiche, Ex-Bourbon-Fässer bringen Toffee, also Karamell, Butterscotch, süßes Karamell. Ja, nicht ganz so hart, sondern so ein Butterscotch ist weicher. Und Vanillennoten. Im Geschmack voller Körper mit Noten von Orange, Limonen, Honig und Gewürzen. Langanhaltendes Finish, süß, aber dennoch würzig. Ein hervorragend gut ausbalancierter Dram. Ah, mit Magneten. Klick, klack. Gefällt mir. Schau, was steht hier noch drauf? 2003, 2013. Vintage 2003. Erstes Release. Ja, von denen verkaufen die mittlerweile so viele, dass es unterm Jahr mehr als ein Release gibt. Und da das immer Small Batches sind, fällt ja der Geschmack da auch ein Stück weit anders aus. Also der von 2002, den ich am Anfang eingeblendet habe, der hat tatsächlich wohl etwas anderen. Ja, natürliche Farbe, nicht kühl gefiltert. So lieben wir es. Diese großen Korken mag ich auch. Oh, schon jetzt fruchtig. Und jetzt schauen wir mal, was es hier gibt. Erstmal die Wand benetzen, dass die Oberfläche zur Verdunstung stärker wird, größer wird. Blumenwiese mit Zitrusnoten. Fruchtig frisch. Jo. Aprikosen, ja, Pfirsich, Nektarine, all das. Honig habe ich noch nicht. Toffee, also Karamell habe ich noch nicht und Vanille. Erst im Ansatz und damit unterscheidet er sich gewaltig von diesem Karamellbonbon, dem 2002. Jetzt kommt so ganz langsam die Süße.
Kaffee und Vanille. Ja, man muss ein bisschen weiter weg von der Nase dann. Setzen sich nicht so die fruchtigen Aromen durch, sondern dann mehr die Grundtöne. Dann kommen sie auch, aber lange nicht so dominant wie beim 2002er. Hier ist die Frucht doch deutlich stärker, so wie bei den anderen, wie wir es von den anderen Bal Blair Vintages kennen. Das probieren wir. Boah! So leicht das Aroma war, so würzig, stark und kräftig ist der Geschmack. Und jetzt kommt das Karamell. Aber mächtig. Mächtig Karamell. Zarte Eichentöne mischen sich mit ein. Aber diese volle Würze, boah, das war ein Antritt. Donnerwetter, jetzt bleibt so dieser Überrest von Honig im Mund. Man mischt sie mit diesen Gewürzen. Und dass da jetzt Orange drin wäre, nee, eher nicht. Also das ist jetzt mehr Honig und Karamell und Vanillemäßig. Abgang tatsächlich süßer werdend. Tja, was ein wundervolles Ding. Ganz, also rumgedreht zum Alten. Ne? Der Alte, also der 2002er, der war Karamell und Vanille. Und dann so mit der Zeit kam so eine leichte Fruchtigkeit durch. Und der hier jetzt erst fruchtig und erst dann mit dem Geschmack kommt das Karamell durch. Alles zusammen, gleich? Nee, eher nicht. Ganz was anderes. Tja, schön, eignet sich durch diese wundervolle, Flasche und die anspruchsvolle Verpackung sehr gut als Geschenk. Dazu nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, wertig. Tja, schauen Sie uns im Shopsystem nach. Der übliche Spruch kommt jetzt, wenn Sie es in ein paar Jahren machen, dann wird es den 2003 nicht mehr geben. Dann kommt der 2004er und der 2005er und. Und dann müssen Sie halt schauen, was da kommt und was bei dieser Flasche an Geschmacksbeschreibung dabei steht. Und wenn ich Zeit und Gelegenheit finde, werde ich dann auch die anderen probieren. Die Stückzahlen im Verkauf bei den Bal Blair Flaschen steigen deutlich an. Die Brennerei gewinnt Freunde und kann so ein bisschen aus ihrem Schatten mittlerweile heraustreten. Und diese hochwertige Verpackung hat da sicherlich ein Stück weit zu beigetragen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.